Das ist Bob. Er will nicht für Geld arbeiten. Er fragt sich, warum man Geld nicht einfach ausdrucken darf. Das ist Stuart. Er sitzt schon seit einem Jahr im Gefängnis. Er möchte nun seine Geschichte erzählen, wie er hier gelandet ist. Damals fing alles mit einem Computer an. Er nahm einen Geldschein als Vorlage, bedruckte aber dummerweise nur eine Seite des Blattes. Er ging sofort in einen Laden und wollte sich ganz viel kaufen. Die Verkäuferin bemerkte den Betrug sofort und rief die Polizei. Als er das sah, flüchtete er ohne Beute. Die Polizei war aber schon da und schnappte Stuart. Daraufhin musste er nun insgesamt 2 Jahre ins Gefängnis.